Liebe Eltern, ich habe mich nun in Tübingen eingelebt und auch schon meine Bude eingerichtet. Jetzt habe ich Muße, euch von meinen Erlebnissen in den letzten 4 Tagen zu berichten. Als Wilhelm und ich am Bahnhof ankamen, haben wir unser Gepäck zuerst einmal dagelassen und sind durch die Stadt direkt zur Universität gegangen. Dort haben wir uns zuerst die Zimmer aufgeschrieben, die wir uns ansehen wollten. Dann haben wir uns in die Schlange beim Pedellen eingereiht und haben uns in ein dickes Buch eingeschrieben. Für jeden Studenten wird dann eine Akte angelegt, die auf der Universität verbleibt und in die alle wichtigen Dokumente zum Studium eingelegt werden. So oder so ähnlich könnte der Student Paul Weltner vor über 100 Jahren an seine Eltern geschrieben haben. Die Studierendenakte von Paul Weltner wird bis heute im Universitätsarchiv Tübingen verwahrt. Zusammen mit 35.000 weiteren Akten aus der Zeit von 1829 bis 1906. Auf dem blauen Umschlag der Studierendenakte sind die wichtigsten Daten festgehalten. Der Name, der Vorname, der Herkunftsort, der Beruf des Vaters, das Immatrikulationsdatum und das Studienfach. Diese Daten sind im Universitätsarchiv noch erweitert worden, zum Beispiel durch die Laufzeit der Akte. Dadurch lässt sich feststellen, wer gleichzeitig welches Fach an der Universität studiert hat. Zur Orientierung: in den 1850er Jahren waren es ungefähr 800 Studierende gleichzeitig an der Universität, um 1900 dann ca. 1400. Die Daten sind bei uns in einer Datenbank gespeichert und wir stellen sie euch jetzt als Excel-Datei oder als CSV-Datei zur Verfügung. Wir sind gespannt, was ihr aus diesen Daten machen werdet. Falls ihr noch Fragen habt, dürft ihr euch gerne an mich und mein Team wenden.